Okay, da geht's wieder raus. Moment. Ganz kurz warten. So. Was hätten wir denn da? Ein explosives Fass. Und Gegner. Ja, da oben. Aber sonst ist hier irgendwie nichts mit Gegner. Ah. Sieht er uns? Ich hoffe mal nicht. Was mit den anderen? Okay, der andere kommt scheinbar nicht mit. Und wir werden hier gleich gesehen. Beziehungsweise unser Unsichtbarkeitsdingens Heini. Ups. Schade, kein Stealth-Kill mehr hingekriegt. Naja. Boah, hat er sich gerade weggeportet, die Sauna. Mann, oh Mann, oh Mann. Hä? Ah, ich kann hier hacken. Hä, wo ist denn der Typ jetzt hin nebenbei? Hm. Ganz schön komisch. Boah. WTF. Oh, was haben wir denn da so schönes? Hallöchen. Darf ich vorstellen? Raketenwerfer Zero. Zero Raketenwerfer. Nett. Ja. So, hacken wir ganz kurz nochmal hier, ne? Ganz klar. Schöne Ding, da auch nochmal zur Sicherheit. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt lang müssen. Müssen wir eigentlich noch hier lang oder wie schaut's aus? Ha. Ich lade auf jeden Fall ganz kurz nochmal hier die Energie auf. So. Wir müssen da ganz nach oben, ne? Sind denn hier Gegner? Nein. Ha. Ah, komm. Machen wir mal eben schnell. So. Da oben ist auf jeden Fall schon mal einer. Da ist auch noch ein Lüftungsschacht. Da hätten wir dann auch irgendwie hingekonnt. Naja. Sieht uns hier jemand? Nee, ne? Das ist nice. So, Kollege. Boah, das ist ein Sniper. Die olle Sau. So. Jetzt ist es ein toter Sniper. Der hat ein Sniper-Gewehr. Das nehmen wir mal. Sehr schön. Ist da auch ein Schalli drauf? Ja, wir haben hier auch ein Schalli. Nice. Werde ich hier gleich gesehen? Scheinbar nicht. Irgendwie glaube ich langsam, ich muss hier gar nicht nach oben. Ne, hier kann ich irgendwie nichts machen. Benutze ich einfach mal hier den Lüftungsschacht, so. Einfach weiter nach unten, genau. Sind da Gegner? Auf jeden Fall recht viel Munition. Hm. Naja. Dann gucken wir uns das mal an, was da unten so abgeht. Gar nichts. Kein Gegner. Gar nichts. Toll. Das ist doch toll. Stealth-OSG, nein. Granaten gerne. Aber wir haben Granaten voll. Da ist wieder so eine Jav. Aber wir haben doch schon eine. Hm. Wir behalten lieber mal das, was wir jetzt gerade haben. So. Hacken. Zack, zack, und zack, und zack, und zack. Jawohl. Und jetzt nochmal hier was benutzen. Okay, wir sind drin.
Romeo 1, finden Sie die Sicherungen und schalten Sie das Ding ab. Gott, wir haben keine Zeit mehr. Dann immer auf die harte Tour. Oh ja! Jawoll! Sehr nice. Jetzt kriegen wir aber gleich auch Besuch. Fehlt noch einer. Oder kriegen wir jetzt gleich Besuch? Schaut's denn aus? 3, nein, 4 Cell-Eingreifteams nähern sich deiner Position. Mit Helikopter. Was du auch vorhast, Boss, mach es schnell. Ah. Gegner. Noch nix hier. Aber da. War ja klar. Komm hier rein, rein, rein. Hui. Oh, Lüftungsschacht, Baby. Oh, hammergeil. Da ist ein Heli jetzt, ne? Oh. Das hat sich wohl auch erledigt. Super. Das muss ich mir ganz kurz mal angucken. Was spackt denn da ab? Keiner. Ach, wisst ihr was? Das muss einfach sein jetzt. Das muss einfach sein. So. Kann weitergehen. Ah, wir müssen jetzt da nach vorne irgendwie. Okay, dann würde ich sagen, einfach mal dahin schwimmen. Hallo Fischis. Oh ja, geile Musik nebenbei. Oh. Sehr schön. Ah, komm, Energie, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Da. So. Hier sind doch bestimmt auch irgendwie Gegner, oder? Ah, da ist wieder so ein Lüftungsschacht. Oh, geil. So. Da ist auch schon wieder Ende. Okay. Hier sind doch bestimmt auch wieder ein paar Gegner. Oder? Wir schauen einfach mal da nach oben. Ah, ich glaube, wir haben ja dieses Flugabwehrgeschütz da irgendwie gehackt, ne? Deswegen kam gerade die Rakete. Hammer, geil! Wenn wir sowas nicht gemacht hätten, dann wäre der Heli noch hier am Flattern. Das finde ich echt geil. Ja, das ist schön. So. Und zack. Da hätten wir nochmal so eine Jar, also so eine Raketenwerfer-Ding ins Gedöns. Ja, aber nach oben komplett gehe ich jetzt nicht. Kein Bock. Darauf habe ich jetzt keinen Nerv. Na, Gegner unten irgendwie? Was denn dit? Nanosuit Upgrade! Oh, geil. Den nehmen wir natürlich gleich mal mit. Ganz klar. Aber hier ist wirklich nichts mit Gegner. Boah, geil. Give it to me. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz skillen. So, was hätten wir denn jetzt hier in dieser Leiste? Ah, wir können nur einen Skillpunkt verteilen. Das ist eigentlich recht geil. Hm. Nehmen wir mal den hier. So. Gut, gut. Und jetzt nochmal da benutzen. Romeo 1, Self-Energieausstoß bei 5% kalt. Mission erfolgreich. Weiter zu Delta. Bewegung. Ich habe noch eine andere Idee. Denke, sie wird Ihnen gefallen. Kommen doch hier gleich wieder alle runter, oder? Die sind doch bestimmt da wieder alle versammelt da oben. Oder? Kein Plan. Ich sehe hier gar nichts. Hier ist kein Gegner? Okay. Naja, mir soll es recht sein. Und hier? Nein. Auch gut. Lüftungsschacht? Ist das gut? Ja, ne? Ja.
glaube, ja. Hm? Dann können wir ja da wieder nach oben. Ich weiß gar nicht, ob wir das müssen überhaupt. Müssen wir jetzt eigentlich direkt hin. Okay, da geht's nach unten. Oh, da hat uns irgendwas gesehen. Ah, Mann. Oder müssen wir da hin? Ach, wir müssen da hin. Ah, sieh mal einer Schau. Benutzen. Romeo 1, wir haben ein Zeitfenster von 60 Minuten für das Primärziel. Mehrere Cell-Einheiten nähern sich Ihnen. Gefährden Sie jetzt nicht die ganze verdammte Mission. Ach du Scheiße! Oh ja. Ich würde sagen, jetzt gibt es ein kleines Bad, oder? Scheinbar. Wurde auch mal wieder Zeit. Ein kleines Bad hier. Oh ja. Das schaut doch geil aus. Boah, wo müssen wir jetzt lang? Ah, da nach vorne irgendwo. Romeo 1, rücken Sie jetzt zum Nexus vor. Ich verbuche die explosive Exfiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen. Den haben nur Menschen. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Und Sie haben ohne mich keine Chance. Also machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Cells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird eher noch schlimmer. Cell zieht sich zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Jo, jo, bin ich immer. Sind hier denn Gegner irgendwie? Schaut jedenfalls noch nicht so aus. Naja. Wir latschen einfach mal hier weiter. Aber hier sind doch bestimmt gleich Gegner. Ja. Moment, was benutzen wir denn da so Schönes? Ah. Stealth-mäßig ausschalten oder Bogen? Hm. Oh. Hat sich dann auch geklärt. Ich habe gar nicht auf meine Energie geachtet. Auch geil. So muss das laufen, Leute. Ah, Gott. Bumm. Mann, oh Mann, oh Mann. Das habe ich mir ehrlich gesagt besser vorgestellt. Naja, egal. Jetzt eigentlich jetzt hier lang. Da weiter, oder was? Keinen Plan. Nee, schaut nicht so aus, oder? Hier könnte man lang. Clay, Romeo Actual, hier Romeo 1. Ich, sitze hier immer noch fest. Im Lift. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Romeo 1. Das muss wahr. Wir haben im Moment Wichtigeres zu tun. Du hattest recht, Psycho. Sie steht auf dich. Ich fange an, sie zu mögen. Blöd, Mann. Ich finde irgendwie Crysis 3 richtig geil. So eine kleinen Witze eingebaut und alles mögliche. Musste schon etwas leicht grinsen, ehrlich gesagt. Ja, gefällt mir. Auf jeden Fall. Finde ich geil. Schön, schön. Na, sind da auch gleich ein paar Gegner wieder versammelt oder ist hier tote Hose? Irgendwie. Romeo 1, Ihr Primärziel ist in Sicht.
System X ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau untergebracht. Aber das Kontrollsystem ist direkt über ihm. Sie müssen da irgendwie rauf. Na geil. Komm ich hier irgendwie hin? Hoch? Klettern? Nein. Ah, toll. Komme ich auch nicht hoch? Ah. Einfach mal da weiter. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg. Oh, da ist Munition. Oh, da ist so Nanosuit-Upgrade, glaube ich, gerade gewesen. Oh, give it to me, give it to me, give it to me. Oh, geil. Ja, da ist es. Und Pfeile wieder mal. Schnellere Tarnkills. Vollständige Tarnung bei... Oh, oh. Alter, was ist denn das für ein geiles Scheiß? Schneller beim Greifen von Kanten. Weniger Energie für Megasprünge. Schalten Sie... wir nehmen das. Das finde ich eigentlich recht geil. Joa. So hätten wir das denn auch geschafft. Ha. Gegner hier irgendwie? Ne, aber ein bisschen Munition. Und da ist auch nochmal Daten sammeln. Ich glaube, hier sind überhaupt gar keine Gegner jetzt die ganze Zeit in der Nähe, so wirklich. Romeo 1, die Lage ist kritisch. Cell betreibt den Nexus ohne Energie für die Stabilisierungsmatrix weiter. Er könnte jeden Moment implodieren. Wir starten Operation Jackhammer. Bringen Sie den Energieausstoß unter Kontrolle, damit System X abgeschaltet werden kann. Roger.